Du brauchst Kommunikationsfähigkeiten, du musst Konflikte ansprechen und lösen können, du musst die Leute an den Tisch bringen können. Und wenn du Fachkraft bist, dann bist du einfach fachlich top. Und die brauchen wir ja auch. Das ist jetzt letztendlich mit mein Fokusthema zu sagen, nein, ich möchte ja Führungskräfte auch befähigen, ihre Führungsaufgabe auszufüllen und möchte sie sensibilisieren dafür, was sie alles brauchen, um wirklich Führungskraft zu sein und nicht nur Fachvorgesetzter. Ja, ja, das ist ein tolles Wort. Hast du dir das schon schützen lassen? Also ich war selber Führungskraft früher. Und ich bin reingeschmissen worden, wie so oft bei den Führungskräften, wurde einfach reingeworfen, hat wenig, was ich so mitbekommen habe, um wirklich meine Führungsaufgabe auch ausführen zu können. Das Einzige, was ich konnte, ist auf Menschen eingehen. Kennst du diese Aussage, die hat mein Vater schon noch immer geprägt und ich habe sie vor ein paar Jahren auch mal wieder in einem Seminar gehört, das Leben ist ein lebenslanges Lernen. Und als Jugendlicher will man das natürlich nicht hören, schon gar nicht von seinem Vater. Es wird ganz oft in diesen Filmen, wenn man sich damit mal ein bisschen intensiver beschäftigt, es wird auch ganz oft von der Familie geredet. Ja? Also die reden nicht davon, dass das ihre Arbeit ist, sondern dass das halt auch wie eine Familie ist. Haben das denn alle Führungskräfte auf dem Schirm, dass es um das Team geht und nicht um die Person? Ja, dass es in dem Moment nicht um mich geht, sondern dass es ja wirklich darum geht, dieses Team zu führen. Und sie ist Motivatorin, Inspiratorin und bringt jede Menge Impulse in ihren Vortragsreden mit. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ja, doch, habe ich noch. Kasia Egger kennt das Wort Gedöns. Herzlich willkommen. Und dann können wir einfach durchstarten. Genau. Nach einem intensiven, konspirativen Vorgespräch, was ja immer ganz wichtig ist, um sowas vorzubereiten, habe ich heute die Team- und Leadership, ich sage jetzt mal Dreckerin dabei, wobei Dreckerin kann halt auch sein, dass jetzt jemand denkt, oh, die fährt mit dem Drecker durch die Gegend. Ja, so ist es. Ist es aber gar nicht. Mensch, nee. Simon. Nein, nee. Sie kümmert sich um, doch, natürlich auch. Du sammelst ja auch die Teams ein und die Führungskräfte und bringst die alle zusammen. Von daher ist das Bild mit dem Drecker vielleicht gar nicht so verkehrt. Ja. Oh, seit 17 ja, Jahren selbstständig. Seit 17 Jahren bin ich selbstständig, ja. Ja, ich vermeide jetzt die, aber ich bringe es jetzt einfach mal auf den Punkt. Selbst und ständig. Ich kann diese Formulierung aber überhaupt gar nicht mehr hören. Und sie ist Motivatorin, Inspiratorin und bringt jede Menge Impulse in ihren Vortragsreden mit. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ja, doch, habe ich noch. Kasia Egger kennt das Wort Gedöns. Herzlich willkommen. Ja, danke. Schön, dass mir die Ehre zuteil wird, weil ich Gedöns kenne. Ja, also es gibt ja viele Menschen, die kennen dieses Wort Gedöns nicht, ja. Und mehrere Gedönse werden ja bekanntlicherweise zu einem gelöt. Ist dir das auch bekannt? Das kannte ich jetzt nicht. Schau, again what learned. Ja, das war jetzt gelöt. Mal mein Impuls, den ich vielleicht mitgeben kann. Ja, Wahnsinn, toll. Gelöt? Gelöt, ja genau. Mehrere Gedönse werden zu einem gelöt. Aha, also so ein Riesenberg, der dann da ist. Ja, der ist dann gilt zu bearbeiten, aber dafür bist du ja dann da. Als so Tracker. Schaut's aus. Genau. Ja. Erklär mal kurz, was kann sich der Zuhörer, der Zuschauer, wo auch immer unsere Gäste jetzt dabei sind, was kann man sich unter dem Tracker vorstellen? Unter dem Tracker könnt ihr euch mich vorstellen. Das heißt, ich bringe die Teams und ihre Führungskräfte auf Spur. Also das hat nichts mit dem Tracker auf dem Acker zu tun, auf dem Feld, sondern es geht um die Spur aus dem Englischen, the track. Und ich bringe die Teams und ihre Führungskräfte auf die gemeinsame Spur, dass sie ihre Ziele erreichen. Aber da ist das Bild vom Drecker vielleicht gar nicht so verkehrt, weil wenn der jetzt durch den Acker fährt, der macht ja auch eine Spur hinter sich, wo dann nachher... Simon, hör auf! Nein! Nein, das ist nicht der Drecker auf dem Feld. Und dann wächst ja auch was Neues daraus. Ja, nein, das ist der ganz elegante Tracker, der on track auf der Spur ist und da gemeinsam in eine Richtung marschiert. Ja, sehr gut. Ja, okay.
Und jetzt ist natürlich halt auch die Frage, wenn du Führungskräfte und Mitarbeiter auf den Track bringen willst, was zeichnet dich jetzt dafür aus? Was ist die Expertise dafür? Also ich war selber Führungskraft früher und ich bin reingeschmissen worden, wie so oft bei den Führungskräften, wurde einfach reingeworfen, hat wenig, was ich so mitbekommen habe, um wirklich meine Führungsaufgabe auch ausführen zu können. Das Einzige, was ich konnte, ist auf Menschen eingehen. Und das ist mir ganz gut gelungen. Und jetzt im Lauf, ja, möglicherweise. Nichtsdestotrotz ist mir natürlich im Laufe der Jahre jetzt schon untergekommen, dass es auf doch einiges mehr ankommt. Also du brauchst einen Weitblick, du brauchst ein Standing, du musst wissen, wer du bist, was du kannst und auch dieses Leute zusammenbringen können und insbesondere natürlich über das Thema Kommunikation das ganze Team auch beisammen zu halten. Kommunikation ist natürlich halt auch so ein weitläufiger Begriff, gell? Wenn man sich jetzt am Markt positionieren will, das hat man eben im Vorgespräch ja auch schon, muss man sich ja immer so spitz aufstellen. Und wenn man jetzt sagt, naja, ich bin jetzt der Experte für Kommunikation, das ist ja irgendwie, ich glaube, so dieses Thema Kommunikation und Motivation, das macht ja irgendwie fast jeder. Ja, und vor allem, ist es denn IT-Kommunikation oder was ist das denn? Ja, oder ist es Werbung, ist das Marketing? Was ist denn dieses Kommunikation? Und ich bringe viele Punkte zusammen, also ich bringe viele Facetten zusammen. Das ist eben dieses, wie reden wir miteinander, auch dieses, was hängt denn in mir drin? Thema Glaubenssätze zum Beispiel, welche Sprache benutze ich auch als Teamleiter, als Führungskraft? Wie sprechen die Teammitglieder untereinander, miteinander? Und löse da auch Themen auf, wo sie sehen, okay, wir nutzen vielleicht falsche Worte, negative Worte und sensibilisiere sie einfach für einen offeneren Umgang miteinander. Ist dann, um jetzt da nochmal drauf zu kommen, wenn man jetzt über Kommunikation redet, ist dann vielleicht eher so das Wort interne Kommunikation zielführender, weil du kannst ja über IT, du kannst ja über Marketing, du kannst ja über Vertrieb und tralala sprechen, das ist ja schon mal das eine, das ist ja die Kommunikation vielleicht nach draußen. Aber es geht ja bei dir, denke ich, um halt alle zusammenzubringen, eher mehr so um das Thema interne Kommunikation. Genau, innerhalb des Teams. Und natürlich, also es ist mit ein Feld, sag ich mal, also ein Baustein, was zum ganzen Großen gehört, weil ich ja mitunter die Teams ja weiterentwickle. Also das fängt ja an beim Teambuilding und geht weiter bei der Teamentwicklung, bis hin dann auch die Organisation letztendlich komplett mitzuentwickeln. Ja. Und das heißt, da gucke ich auf ganz, ganz viele verschiedene Sparten auch innerhalb des Unternehmens, innerhalb der Organisation und führe da die ganzen Mitarbeitenden zusammen. Und wenn du jetzt sagst, du bist da ins kalte Wasser geworfen worden und hast das jetzt dann doch, wie lange hast du das gemacht? Die Führungskraft? Ja. Oh, lass mich rechnen, das waren bestimmt 5 Jahre waren das damals. Wer hat dir denn geholfen? Oder hast du über den Kampf aufgegeben? Also aus heutiger Sicht hat mir wirklich keiner geholfen. Ich bin damals aber auch nicht hingestanden und habe gesagt, ich brauche da noch was, weil ich es einfach nicht wusste. Ja, ich wusste nicht, dass da noch was geht, dass da noch was zu holen ist. Und das ist jetzt letztendlich mit mein Fokusthema zu sagen, nein, ich möchte ja Führungskräfte auch befähigen, ihre Führungsaufgabe auszufüllen und möchte sie sensibilisieren dafür, was sie alles brauchen, um wirklich Führungskraft zu sein und nicht nur Fachvorgesetzter. Ja, ja, das ist ein tolles Wort. Hast du dir das schon schützen lassen? Nein, noch nicht. Aber ich meine, du kannst ja, glaube ich, Fachkraft auch nicht wirklich schützen, oder? Fachvorgesetzte, das klingt spannend. Ja. Der Fachvorgesetzte, ja. Der Fachvorgesetzte, das ist fast schon eine Alliteration, wenn man da mal über den Schreibfehler hinweg sieht, ja. Ja, Vogel F. Ja, Vogel F, genau. Vogel F. Und Vogel F. Jetzt werde ich hier Wahnsinn. Also, wie hast du es vorhin schon gesagt? Einmal mit Profis arbeiten. Ich bin halb begeistert. Ja, so ist es. Ja. Ja. Es ist manchmal ganz hilfreich. Ich kann das absolut nachvollziehen, wie ich damals losgelegt habe mit meinem Freizeitpark, Kletterpark, wie auch immer. Bin ich ja auch auf einmal von diesem Macher, von diesem operativen Geschäft, die man immer so schön halt auch sagt, auf einmal zur Führungskraft geworden. Und mir hat im Prinzip auch keiner geholfen. Und wenn ich aber jetzt zurückblicke, dann würde ich sagen, es wäre schon um Vielfaches einfacher gewesen, die Menschen halt auch abzuholen, wenn man eine gewisse Expertise von vornherein gehabt hätte. Also man hätte sich vieles an unguten Situationen auch ersparen können. Von daher bin ich da voll bei dir, dass es solche Menschen braucht wie dich.
Ja, so ist es schon. Und weißt du, ich sensibilisiere die Führungskräfte auch dafür, dass wir erstmal überhaupt analysieren, was heißt es denn, Führungskraft zu sein und warum willst du denn Führungskraft sein? Ja, warum Führungskraft und warum nicht Fachkraft zum Beispiel? Und dann weiterzugehen und zu schauen, ist denn das Unternehmen überhaupt so aufgestellt, dass es eine Fachkarriere erlaubt und dass Karriere automatisch heißt, ich habe Führungsverantwortung und damit Personalverantwortung. Das sind nämlich zweierlei Paar Stiefel. Und allein schon, wenn ich komme und frage, warum willst du denn Führungskraft werden? Und mir dann die Teilnehmenden antworten, naja, ich will weg von der Linie, ich will geregelte Arbeitszeiten haben. Wobei, da gucken wir nochmal, wie geregelt die Arbeitszeiten sind als Führungskraft. Ja, ja. Ja. Oder auch, ja, dann natürlich auch einfach monetäre Gründe, die ja absolut nachvollziehbar sind und völlig in Ordnung sind. Nur was wirklich nie kommt, ist der Ausspruch, ich möchte meine Mitarbeitenden unterstützen, ich möchte sie führen, ich möchte sie zu einem besseren Selbst werden lassen und damit dann die Unternehmensziele erreichen. Das kommt nicht, weil das auch wenig präsent ist, was es tatsächlich heißt, zu führen und nicht nur Fachkraft zu sein. Ich hatte mal ein Führungskräftetraining gehabt oder habe ja schon mehrere gehabt und splitte dann immer mal so das Wort auf, immer wieder und sage dann einfach, die Führungskraft heißt ja Führungskraft, weil sie ihre Kraft für die Führung braucht. Und erst in einem der letzten, Trainings oder Coachings, bei Coachings finde ich eigentlich besser, weil es ja wirklich ein Begleiten, eine Prozessbegleitung war. Und bei Training vermittelst du ja im Prinzip halt einfach nur so dein Wissen. Und ich glaube, die Führungskräfte halt weiterzubringen, ist für mich mehr so ein Coaching-Gedöns. Ja, oder halt auch generell eher so eine Prozessbekleidung, die man da macht. Ja. Aber ich denke mal, das Thema Teambuilding, das müssen wir einfach nochmal nehmen. Das bedarf einer eigenen Folge. Da muss man tiefer einsteigen. Ja, und auf jeden Fall habe ich so dieses gesagt mit der Führungskraft und dann so einen kurzen Moment später, also der hat so ein bisschen innegehalten, der eine Teilnehmer. Und sagte dann irgendwas, Mensch, Simon, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Und der macht den Job schon eine Zeit lang. Und dann habe ich halt auch so gesagt, ja, wenn du als Führungskraft musst du dich mehr und mehr aus diesem operativen Geschäft halt auch rausziehen. Und ich glaube, es ist so wie halt auch bei dir, wenn du sagst, du bist mehr oder weniger im Betrieb halt auch aufgestiegen. Ja, dass du halt immer noch der Meinung bist. Und das ist dann auch wahrscheinlich das, was du meinst mit Unterschied zwischen Fachkraft und Führungskraft. Du bist weniger für das Fachliche verantwortlich als vielmehr für das Thema Führung. Deswegen heißt es ja auch Führungskraft. Ja, genau so ist es. Und in der Regel, wer wird denn Führungskraft? Es wird ja der Führungskraft, der fachlich der Beste ist. Das heißt, die Unternehmen schießen sich ja oftmals wirklich doppelt ins Knie. Weil nur weil ich eine gute Fachkraft bin, heißt es ja noch lange nicht, dass ich auch gut führen kann. Richtig. Ja, und viele nehmen eben den Besten des Faches, wo sie sagen, naja, was ist jetzt der nächste Schritt in der Karriereleiter? Natürlich, der wird Führungskraft, aber das sind ja zwei ganz unterschiedliche Paar Stiefel. Also Führen ist das eine, für Führen brauchst du emotionale Intelligenz, du brauchst Kommunikationsfähigkeiten, du musst Konflikte ansprechen und lösen können, du musst die Leute an den Tisch bringen können. Und wenn du Fachkraft bist, dann bist du einfach fachlich top. Und die brauchen wir ja auch. Definitiv. Die sind ja super, super wichtig. Und genauso brauchst du aber auch die Führungskräfte, die Leute wirklich mitnehmen können und die ein Gespür haben für Menschen. Definitiv. Definitiv. Das ist ja im Prinzip so bei allem, was man so, ich vergleiche das dann immer gern so mit irgendwelchen Fernsehserien, Fernsehsendungen, weil dann hat auch jeder irgendwie so ein Bild direkt vor Augen, wie sowas halt auch funktionieren kann. Und mein Beispiel ist dann halt immer die Navy CIS. Sagt dir das was? Sagt mir was, ja. Ich verfolge es aber nicht. Sei mir nicht böse. Gar nicht. Das ist ein tolles Beispiel. Umso mehr kann ich dir jetzt davon erzählen und du kannst was mitnehmen. Und zwar geht es halt im Prinzip halt auch heute würde man sagen, um diverses Team. Ja, also ganz viele unterschiedliche Typen. Es gibt halt einen, der die Leute in der Gerichtsmedizin auseinandernimmt. Ja, es gibt eine forensische Untersucherin, ja, und es gibt dann halt natürlich ermittelnde Agenten, es gibt einen IT-Spezialisten und es gibt halt auch eine Führungskraft dabei. Und so setzt sich dieses Team halt auch zusammen und das Team wächst halt auch über die ganze Zeit miteinander.
in sich, und es werden dann natürlich auch mal Personen dann wieder auch ausgetauscht, weil nach irgendeiner Staffel irgendjemand sagt, okay, ich will jetzt nicht mehr mitmachen, also muss jemand Neues da reinkommen, und es ist ja nichts anderes wie in der Firma halt auch. Irgendwann sagen die Leute, okay, ich will ja nicht mehr arbeiten, warum auch immer, sei jetzt dahingestellt und geht, was ja auch absolut legitim ist. Oder es kommen halt, weil sich die Firma weiterentwickelt, noch neue dazu. Und dann entsteht natürlich so ein kompletter Prozess, der sich permanent weiterentwickelt. Und du brauchst halt jemanden, der halt wirklich oben steht. Und wobei das ja in der heutigen Diskussion mit agilem Dralala und so weiter, wir haben uns alle lieb und wir sind alle auf Augenhöhe, wo ich teilweise sage, mag das funktionieren, ja, aber ich glaube, es gibt halt auch genügend Bereiche, wo das dann einfach nicht umsetzbar ist, wo du einfach jemanden brauchst, und ich glaube, viele Menschen brauchen einfach jemanden, der vorne aufgeht und mal eine Ansage macht, jetzt gar nicht im negativen Sinne, auch gar nicht so jetzt von oben herab, sondern einfach halt schon, es wird ganz oft in diesen Filmen, wenn man sich damit mal ein bisschen intensiver beschäftigt, es wird auch ganz oft von der Familie geredet. Ja, also die reden nicht davon, dass das ihre Arbeit ist, sondern dass das halt auch wie eine Familie ist. Ich meine, da sind uns manche Völker, ich weiß nicht, ob ich da jetzt sagen soll, voraus, aber zumindest machen sie es anders. Und ich habe das damals noch in meinen Angestelltenzeiten so erlebt. Die ganzen Kollegen von den ausländischen Niederlassungen, ja, also sei es jetzt zum Beispiel in Frankreich oder Italien oder auch Spanien gewesen, die sind, also die Italiener, von denen weiß ich's, die sind jeden Abend mit den Kollegen noch was trinken gegangen. Jeden Abend. Ja. Jeden Abend. Und was sagen wir? Oh nee, ich bin ja mit der Nase 8 oder 10 Stunden lang zusammen im Büro. Ich verbringe doch mit der nicht noch meine Freizeit. Ja, aber auf den habe ich keinen Bock mehr. Ja, genau. Und ich das siehst du ja auch. Das siehst du ja in dem Moment. Ja, wie gehen die denn miteinander um? Und das war tatsächlich ein viel, ja, La Familia. Ja, in Bella Italia. Ja, La Familia. Das kannst du natürlich jetzt auch zweischneidig sehen. Aber die hatten ein ganz anderes Miteinander, als es bei uns der Fall ist. Ja, ich habe jetzt gerade keine Hülle von Fast and Furious hier, weil das ist für mich absolut der Klassiker dafür. Kennst du? Ja. Fast and Furious, Vin Diesel. Und ich weiß nicht, in welcher Folge das ist. Also für mich ist halt diese Folge 7, wo dann halt auch der Paul Walker bei den Dreharbeiten gestorben ist. Das ist für mich so die Folge überhaupt an sich, weil das Ende davon ist halt total emotional, und mir stellen sich jetzt schon die Haare auf, weil das halt auch Teil einer meiner Reden ist, die ich halt auch halte, weil da geht es halt auch genau um das, diese La Familia, und da kommt dann halt ein Zusammenschnitt am Ende, wo aus irgendeinem Teil stehen die halt alle zusammen in der Werkstatt und haben dann ihr blöde Zeiten gerade, aber die haben mal halt ihr Corona-Bier. Und dann sagt der Vin Diesel, also der, wie heißt er, Dom Toretto, der sagt dann halt so allen, dass das Wichtigste, das sind die Menschen hier in diesem Raum, ja. Mhm. Und dann stößt er halt mit allen an und sagt dann halt, salut mi familia, ja. Mhm. Und das ist halt schon, also die sind halt alle hier, die sind alle so, ja. Also die machen ja alles miteinander. Für die ist das auch Das hört man ja dann auch in diesem, bei Teil 7, in diesem Titelsong, der dann extra auch dem Paul Walker dann auch gewidmet ist, dass es halt wirklich darum geht, wir haben wirklich schwere Zeiten miteinander verbracht und die harte Arbeit wird sich immer auszahlen. Und ja, es ist einfach halt mehr. Hier ist eine ganze Familie gewachsen. Wir stehen nicht einfach nur morgens auf, um unseren 9-to-5-Job zu machen, sondern wir erleben krasse Abenteuer miteinander. Und wenn man die Arbeit halt jetzt auch mal so als Abenteuer ansieht, dann kann man halt auch abends noch gemeinsam essen gehen. Oder was trinken. Man muss ja nicht mal was essen gehen, man kann ja einfach nur was trinken gehen. Ja, ja, genau. Und das wiederum zahlt ja ein auf diese Gemeinsamkeit nachher. Und du kannst dann im Arbeitsleben sämtliche Herausforderungen ja viel besser stemmen, weil du viel lockerer miteinander umgehen kannst, weil du weißt, hey, der hat seine Stärken in dem Bereich, ich mache dafür was anderes und nicht dieses, oh nein, der kommt mir nicht zu nahe, weil der könnte mir ja am Stuhl sägen. Also dann ist diese Angst auch gar nicht da. Und das finde ich ganz oft bei uns in den deutschen Unternehmen, dass es der Fall ist. Inzwischen ist es besser geworden. Früher fand ich es noch viel extremer, aber es ist immer noch da. Und es ist für mein Dafürhalten noch zu viel da, weil auch oftmals noch gar nicht dieses persönliche Standing auch da ist und dieses Verständnis von, was kann ich und was kann ich denn auch getrost einfach loslassen und was kann ich als Führungskraft auch ins Team reingeben, ohne mir jetzt den Stress machen zu müssen, der sägt mir gleich am Stuhl. Ja. Das ist dann dieser Punkt, wo du sagst,
ich weiß nicht, ob das jetzt im Vorgespräch war oder vorhin halt auch schon so, dieses bei sich selbst halt auch zu sein, bei sich selbst anzufangen, das ist ja mehr so der Begriff dieses Selbstbewusstseins, wo viele ja halt auch glauben, wenn jetzt einer mit der Faust auf den Tisch legt, der ist ja selbstbewusst, ja, was ja dann eigentlich eher Selbstsicherheit meint, wobei mit der Faust auf den Tisch schlagen ja eher mehr so eine Angst ist, ja, bevor mich die anderen jetzt entdecken, wie schwach ich wirklich bin, haue ich lieber mit der Faust auf den Tisch. Ja. Das ist ja mehr so wirklich dieser Punkt dieses Selbstbewusstseins. Ich bin mir meiner selbst bewusst, ich weiß, wo meine Stärken und auch meine Schwächen sind, weil man muss immer beides im Blick haben. Genau. Es gibt ja leider auch immer viele, die dann sagen, ja, wir müssen an den Stärken weiterarbeiten oder die Stärken stärken, ja, und die Schwächen fallen dann irgendwo hinten runter. Da bin ich ja gar kein Freund von. Ja. Sondern du musst dir deiner vermeintlichen Schwächen ja halt auch bewusst sein. Ja. Und ich kehre die ja nicht unter den Teppich, sondern ich kann die ja dann mit jemandem aus dem Team ausgleichen. Ja, und das kann ich ja auch als Führungskraft wunderbar machen. Wenn ich weiß, was meine Schwächen sind, dann brauche ich die ja nicht vertuschen und sagen, ah nein, ich kann ja alles, weil ich bin ja sowieso der Größte, sondern kann dann sagen, nein, und dafür habe ich meinen Spezialisten im Team. Und es ist großartig, dass ich den habe. Ja? Und wenn ich das so locker flockig einfach mit umgehen kann, dann bin ich mir selbstbewusst. Und bis dahin habe ich einfach nur Angst, warum auch immer. Ich fand die Aussage gerade so witzig, wenn du sagst, wenn jetzt jemand wirklich, und da gibt es ja auch genug von, so dieses, ja, ich bin der Größte. Es geht ja gar nicht darum, der Größte zu sein, sondern es geht ja im Prinzip darum, das Team halt auch nach vorne zu bringen. Mhm. Und ja, aber haben Sie das auf dem Schirm? Haben das denn alle Führungskräfte auf dem Schirm, dass es um das Team geht und nicht um die Person? Ja, dass es in dem Moment nicht um mich geht, sondern dass es ja wirklich darum geht, dieses Team zu führen. Ja, und dieses Team führen, nicht mich. Also ich bin in dem Moment ja total zweitrangig. Richtig, du bist ja im Prinzip in Anführungsstrichen nur für das Team da. Also du musst ja zusehen, dass dein Team halt auch funktioniert mit allen Stärken und Schwächen. Und das musst du ja halt auch im Blick haben. Das ist der Punkt. Ja, also das ist halt auch schon eine Mordsaufgabe. Deswegen kann ich immer nur sagen, was ich halt auch selber erfahren habe, wenn du das Team führen willst, musst du dich aus dem operativen Geschäft halt einfach rausziehen, weil du hast gar nicht die Kapazitäten dafür frei, je nachdem, wie groß halt auch dein Team ist. Na klar. Und das sage ich den Führungskräften ja auch immer. Ich sage auch immer, Leute, ihr habt im operativen Geschäft nichts mehr verloren. Dann kriege ich natürlich große Augen, weil die Realität sieht ja de facto anders aus. Ja. Nur dann ist die Frage, bist du eben Fachkraft oder bist du Führungskraft? Was ist es denn? Und in dem Moment, wo sie ja mehr im operativen Geschäft drinstecken, haben sie ja überhaupt keine Zeit, wirklich sich um die Führungsaufgaben zu kümmern. Ein Freund von mir, der vor Jahren den Industriemeister gemacht hat, den habe ich wieder getroffen, dann frage ich, und wie ist es? Wie sieht dein Alltag so aus? Und dann sagt er, naja, weißt du, ich mache nur ZIP. Und ZIP war ein Fach beim Industriemeister, der steht für Zusammenarbeit im Betrieb. Und da geht es eben um tatsächlich Führung, da geht es um Menschenkenntnis, da geht es um Psychologie, da geht es um Motivation, um Mitarbeitergespräche, Konfliktmanagement. Er sagt, ich bin viel mehr damit beschäftigt als mit der eigentlichen Arbeit. Aber wo ich sage, was ist denn deine Arbeit als Führungskraft? Und genau das ist ja der Punkt, dass es oft in den Köpfen noch gar nicht da ist. Ja. Führung heißt, ich leiste Service am Mitarbeiter. Das ist Führung. Und am ganzen Team. Also und am ganzen Team, ja logisch, wir sind ja auch Mitarbeiter. Mensch, Simon. Nee, ich meine am Einzelnen und am Team, absolut, genauso ist es. Ich meinte jetzt im Plural. Am Einzelnen und am Team. Ja, ich meinte jetzt das Team an sich, also nicht nur sich für den einen dahinstellen und nur für den einen da sein, das wird ein bisschen viel, ja. Da gehören alle mit dazu, absolut. Dann bist du ja keine Führungskraft, sondern eher Inklusionsbeauftragter. Ja. Aber wäre doch auch mal spannend, du. Ja. Und was machst du so? Ja. Ein Inklusionsbeauftragter, oder was? Ja, zum Beispiel. Ja gut, den brauchst du ja vielleicht halt auch, um irgendwelche Menschen halt irgendwo reinzubringen. Ja. Was auch den jetzt brauchst du für ganz besondere Fälle auch, ja. Und der ist auch enorm wichtig. Ja. Aber ich kenne das ja halt auch. Ich habe ja mal in den Bereich Hundetrainer ja auch reingeschnuppert, beziehungsweise auch die eine oder andere Qualifikation gemacht. Und da erkennt man ja auch, wie schwierig das manchmal ist mit Menschen oder sagen wir, wie anspruchsvoll. Und da spricht man dann auch als Hundetrainer gerne von den Patientenbesitzern. Okay. Ja. Das ist ja spannend. Der Patientenbesitzer. Ja, das bringt schon so eine gewisse Wertung mit. Patientenbesitzer bist du eigentlich, wenn du zum Tierarzt gehst. Ja, da bist du dann Patientenbesitzer. Das klingt dann auch
weil ich jetzt neulich wieder beim Tierarzt war und da musste man dann auch irgendwas ausfüllen, beziehungsweise der Hinweis durch das ganze Corona-Gedöns hier, da war dann auf der Internetseite ein Hinweis, liebe Patientenbesitzer, so wurde man dann da angesprochen. Ja? Und in dem Trainerbereich hat sich das dann halt auch übernommen. Weil eigentlich, ja, du bist ja Besitzer quasi des Patienten, aber auch da geht es ja mehr darum, den Menschen zu trainieren, zu schulen, halt bei sich anzukommen, um dann natürlich schlussendlich halt auch das Tier mit einzubeziehen. Ja, das, da sind sehr viele Parallelen, ja. Ja. Da sind sehr viele Parallelen. Aber das versteht man halt auch nur, wenn man sich mit der Thematik beschäftigt. Wenn man da nur von außen drauf schaut, dann denkt man so manchmal, was macht der jetzt da gerade mit seinem Hund? Ja gut, bei manchen frage ich mich das auch. Ja, das ist dann so ein ganz spezielles Thema. Ja, und dann ist dann das Wording Patientenbesitzer angemessen. Ja, also das ist das zweite Wort, was ich für heute mitnehme. Das kannte ich noch nicht, Patientenbesitzer. Ja. Aber was hat man noch vorhin, was hast du gesagt? Die Alliteration Fachkraftverantwortlicher. Nee, ich muss mir das aufschreiben, glaub ich. Naja, wir haben es ja aufgenommen. Wir werden es nochmal sehen. Was sind denn so, oder was ist denn so dein Warum? Warum machst du das, was du machst? Weil das ist ja auch schon, also ich kenne ja die Situation, es ist ja halt auch schon sehr anstrengend und ich hatte Ende letzten Jahres ein Führungskräftetraining gehabt und da ging es auch darum, halt auch erstmal einen Dreivierteltag lang seinen ganzen Frust erstmal loszuwerden von 6 Leuten. Mhm. Das war schon spannend, also im positiven Sinne für mich, um einfach auch mal zu hören, was ist hier eigentlich gerade halt auch so los. Gleichzeitig kam dann um die Mittagszeit oder Nachmittagszeit irgendwann die Frage, wie ich das denn aushalten würde, wenn die jetzt ihren ganzen Frust bei mir halt auch lassen. Mhm. Und mich hat das jetzt irgendwie gar nicht so tangiert, ja, weil ich kannte die ganzen Probleme, die da hatten. Also ich habe mich da jetzt auch gar nicht bin da gar nicht drauf eingestürzt oder es kam auch nicht an mich ran, sondern ich hatte da halt auch Verständnis dafür gehabt. Aber das kann ja halt auch anstrengend sein, wenn man das alles an sich lässt. Deswegen die Frage an dich, warum machst du das, was du machst? Warum? Weil ich es für mich als enorm sinnstiftend ansehe und ich wirklich also einen riesen Spaß und auch eine Freude dran habe, Menschen zusammenzubringen und vor allem jetzt natürlich auch Teams in Organisationen leistungsfähig zu machen. Ja, und dabei auch die Führungskräfte zu sensibilisieren für ihre Mitarbeiter und für ihre Teams und zu gucken, also eben weg von diesem Althergebrachten, so dieses, ich nehme die Welt wahr, beziehungsweise ich sehe die Welt, wie sie ist, hin zu, ich nehme die Welt wahr aus meinen eigenen Augen und mit meinen eigenen Sinnen und Erfahrungen, da die Sensibilisierung für hinzukriegen. Und sie damit dann einfach auf eine nächste Spur zu kriegen, ja, und nochmal arbeitsfähiger und leistungsfähiger zu machen. I like, finde ich mega, finde ich total klasse. Und besonders toll finde ich es, wenn es dann funktioniert, wenn die Sachen auch wirklich umgesetzt werden und die Rückmeldungen kommen, hey, das ist ja super, ja, klappt. Wo wir nochmal separat drauf eingehen müssen in einer weiteren Folge, ist das Thema Tagesveranstaltung oder Prozessbegleiten. Das hatten wir ja vorhin auch schon mal. Ja, genau. Also ich bin inzwischen bei der Prozessbegleitung angelangt. Ja, definitiv. Du kannst uns keine Organisation entwickeln, du kannst kein Team entwickeln. Diese Eintagsfliege, ja, in einem Seminar, vielleicht auch 2 Tage, das ist zwar recht und schön, du kannst Impulse setzen, du kannst Impulse mitgeben, aber in der Regel verändert sich nicht nachhaltig was. Ja. Da bin ich ganz froh und glücklich um meine Kunden, die wirklich sagen, wir brauchen da längerfristige Begleitung. Und das ist wirklich enorm sinnstiftend. Definitiv. Ja. Was gibt es denn bei dir so für emotionale Momente? Vielleicht hast du 1 oder 2 emotionale Momente in deinem Leben, wo du sagst, zum einen natürlich halt, wenn du sagst, selbstständig, ja, wie bist du dahin gekommen? War das auch irgendwie so ein Moment, wo du gesagt hast, da ist so ein Meilenstein in meinem Leben, wo ich sage, deswegen bin ich lieber selbstständig, wie dass ich jetzt irgendwo angestellt bin oder arbeite. Ah, ich habe dich getroffen. Da ist schon eine Antwort. Ja, klar gab es das. Also ich war ja angestellt. Ich war meine letzte angestellte Position. Da war ich Key Account Managerin und sollte das Vertriebsteam aufbauen, neu strukturieren, also das einfach weiter voranbringen. So, und dann, also es war
Also es war ganz verrückt, als ich auch das erste Mal schon in die Firma kam. Das war noch so nach dem ersten Vorstellungsgespräch und wo schon relativ klar war, dass ich dort anfangen würde in der Firma. Dann kam ich rein und dachte, okay, spannend, anders als das, was ich bisher kannte. Und jetzt musst du dir vorstellen, ich bin von einem sehr hochtechnologischen Unternehmen in diese Firma gewechselt und wurde gefühlt in die Steinzeit zurückkatapultiert. Oh ja, eine kleine Zeitreise. Ja, Zeitreise, aber eben wirklich ins Gegenteil. Und also angefangen von, also die Verarbeitung der Prozesse, also Aufträge, die reinkamen, die wurden dann vom Vertrieb, von der Auftragsbearbeitung, wurden die dann händisch über den Flur rübergetragen zur Arbeitsvorbereitung. Die Arbeitsvorbereitung hat dann ihren Teil noch dazu getan, die Zeichnungen mit rausgesucht und hat dann die Aufträge händisch einen Stock tiefer in die Produktion getragen. Und ich kam aus einem Unternehmen, da ging das alles per Knopfdruck. Also da ging der Auftrag ging in den Einkauf, wenn noch irgendwas bestellt werden musste. Der ging zum technischen Vertrieb, wenn noch irgendwas Technisches geklärt werden musste. Also ich musste nicht aufstehen und irgendwas irgendwo hintragen. Und das war dann dort so. Und ich war da einfach auch noch zu jung, um das zu erkennen, was da eigentlich lief. Und kann jetzt aus heutiger Sicht natürlich sagen, zum einen war dieses Unternehmen da, dass ich den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt habe, diesen Sprung ins kalte Wasser, weil die in diesen 10 Monaten mich wirklich dahin gekriegt haben, dass ich gesagt habe, nein, also kocht doch euer Süppchen bitte selber, aber lasst mich da raus, weil ich bin gegen Windmühlen angetreten, ich habe mich angekämpft. Ich habe versucht, Dinge neu zu machen, habe versucht abzuholen, was braucht ihr denn, was hättet ihr denn gern anders und was müssen wir dazu tun, um dann die Antwort zu kriegen, naja, so schlecht ist es ja gar nicht, ist ja alles toll, wie es läuft. Man dachte, ja, okay. Weißt du, und da dachte ich, das kostet mich viel zu viel Kraft und Energie, da gehe ich vor die Hunde. Und dann war für mich klar, es ist für mich Zeit, was zu verändern, weil ich bin nicht jemand, der was aussitzt, nach dem Motto, naja, jetzt warten wir mal noch und ich kriege ja mein Monatsgehalt, wie auch immer. Also ich habe wirklich gemerkt, wie ich da mehr und mehr vor die Hunde ging und habe dann einen Schlussstrich gezogen. Ich habe gesagt, so, jetzt ist Schluss. Und ich habe schon einige Zeit mit dem Gedanken gespielt, mich selbstständig zu machen, damals noch mit Sprachtrainings, weil ich ja aus der Sprachecke komme. Und habe wirklich von einem Tag auf den anderen den Hebel umgelegt und habe dann Englischtrainings gegeben, also hauptsächlich Business English für Firmen, ja auch bei Bildungsträgern. Und kam dann so nach und nach in dieses Trainingsthema rein. Sehr stark. Ja. Ich habe. Und ich würde es wieder tun. Ich würde es wieder genauso machen. Yay. Sehr gut. Ich habe angefangen während der Technikerschule, die ich 2002 bis 2004 gemacht habe. Da bin ich zum einen in die Selbstständigkeit reingekommen und zum anderen auch, wie du gerade sagst, andere trainiert. Ich habe mal auf irgendeinem Training jemanden kennengelernt oder auf irgendeinem Fortbildungstag, der hat gesagt, er würde Kurse bei der Volkshochschule geben. Mhm. Und da dachte ich, okay, in meinem jugendlichen Leichtsinn habe ich so gedacht, wenn der das kann, kann ich das auch. Und da ich dann während meinem Studium an der Technikerschule einen Job gesucht habe, habe ich mich einfach mal bei der Volkshochschule beworben und habe gesagt, hier, Computerkurse geben, das kriege ich auch hin. Und schwupps stand ich da und hatte auf einmal mehrere Computerkurse zu führen. Da ging es dann hier Word, Excel, PowerPoint und so weiter. Und da bin ich auch genau in diesen Bereich reingekommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt nichts Dankbareres wie Menschen, die dir Geld dafür bezahlen, dass sie etwas lernen wollen. Weil die haben nämlich einfach eine Motivation. Mhm. Die wissen nämlich genau, ich habe hier was investiert und ich möchte gern was zurückhaben. Mhm. Ja. Und also einfacher geht's nicht. Ja. Und das ist auch das, ja, also auch mit den Kursen damals, ja, als ich so losgestartet bin, das fand ich so, so erfrischend, so befreiend, so sinnstiftend wieder, ja, weil ich durfte mein Wissen weitergeben und ich durfte zeigen, Englisch ist doch gar nicht so schlimm, ja, ganz im Gegenteil. Und das ist auch mit das, wo ich sage, oh, das ist einfach toll, I like. Ja. Mhm. Das ist wie Word, PowerPoint und Excel. So schlimm ist das gar nicht. Also man kann das noch machen. Genau, sehr gut. Wobei mittlerweile Word und Excel nutze ich immer weiter und weiter, aber beziehungsweise die Pendants hier aus dem Open-Office-Bereich. Aber so dieses PowerPoint, das ist irgendwie so, na gut, also wenn ich irgendwie einen Vortrag halte, versuche ich das zu vermeiden. Das mache ich lieber irgendwie so ein bisschen mehr
nach Hands-on-Mentalität. Ja. Da bin ich zu sehr Macher, als dass ich da... Vielleicht bin ich aber einfach zu faul, mich hinzusetzen, eine PowerPoint-Präsentation zu machen. Das ist irgendwie, das flasht mich nicht so, muss ich sagen. Also die Frage ist ja, wie du sie aufbaust. Und ich habe jetzt durch unsere Corona-Zeit hier wieder zu PowerPoint finden müssen. Ja, ich wurde ja tatsächlich gezwungen, weil ich sonst im Seminar auch absolut, wie soll ich sagen, analog zugange bin, viel mit Flipcharts und natürlich mit Übungen im Erfahrungsbereich, ja, dass die Teilnehmer ja wirklich erfahren, was sie da tun. Und bin wieder jetzt bei PowerPoint gelandet. Die Frage ist natürlich, wie baust du die auf, die PowerPoints, dass sie trotzdem richtig toll sind und echt gut ankommen? Und da habe ich schon wieder Spaß dran gefunden inzwischen. Ja, sehr stark. Mhm. Wo geht denn deine Reise hin, wenn du sagst, momentan ist das jetzt so, dass du dich wieder mit PowerPoint befasst und wir haben jetzt so ein bisschen was gehört von deiner Geschichte, wie du da hingekommen bist. Wo geht denn zukünftig die Reise hin, wenn das irgendwann mal hier auch mit diesem ganzen, ja, wenn das mit dem Corona irgendwann mal rum ist, ja, und wir wieder zu einigermaßen Normalität übergehen, wie dann auch immer diese aussieht, ja. Ja, es wird auf jeden Fall eine neue Normalität sein, an die wir uns gewöhnen werden, mit Sicherheit. Naja, wo wird sie hingehen? Ich werde weiterhin meine Organisationen begleiten, weiterhin Organisationen entwickeln, die Teams und die Führungskräfte begleiten auf ihrem Weg. Und das Schöne jetzt natürlich wirklich, was wir hier gesehen haben durch Corona, ist, dass es ein Mix sein wird, denke ich, aus Online und tatsächlich Präsenzterminen. Und das finde ich wahnsinnig bereichernd auch, ja, weil das schon toll ist. Unsere Technik kann wahnsinnig viel und wir haben das, also ich habe es in der Vergangenheit wirklich zu wenig genutzt. Und das ist ein schöner Mix. Ansonsten für mich, ich bilde mich wahnsinnig gern weiter. Also das heißt, mein Wissen wird weiter wachsen, ich werde es weiter vertiefen, sodass ich meine Kunden auch immer gut unterstützen kann und begleiten kann. Und da steht noch einiges an dieses Jahr. Sehr stark, ja. Ich glaube auch, dass wir durch dieses ganze, durch diese ganze Krisenzeit momentan uns natürlich mit diesen Techniken halt auch beschäftigen müssen. Und ich glaube, dass es uns auch viel Mehrwert, auch viel mehr Zeit bringt, das Ganze, weil wir ja nicht mehr von A nach B fahren müssen oder nur noch bedingt von A nach B reisen müssen. Ja, genau. Also von daher, und das ist auch wirklich das, ja, was ich sehr schätze. Ja, wo ich sage, ich kann jetzt hier einfach ins Homeoffice, ich mache das Knöpfchen vom Lappy an, habe einen tollen Tag mit meinen Teilnehmenden und kann das alles wunderbar auch abfangen. Und es geht auch online, es geht tatsächlich. Und da geht so viel, was ich vorher wirklich nicht für möglich gehalten hätte. Noch vor 3 Monaten hätte ich gesagt, schwierig. Heute sage ich, nein, es geht echt viel. Und es ist die Überlegung, wie schaffe ich es denn wirklich, das offline in online zu übertragen, sodass die Teilnehmenden möglichst viel davon haben. Also da sind wir dann so eher im Trainingsbereich. Aber jetzt in der Begleitung geht auch wahnsinnig viel, weil ich kann wirklich auch super gut ein Team-Meeting online moderieren und kann die genauso begleiten und genauso unterstützen in ihrem Prozess. Es ist natürlich anders. Es ist nicht Präsenz, es ist online. Definitiv und gleichzeitig glaube ich, dass wir um diese Präsenz nicht ganz rumkommen. Also wie du hast ja eben mal auch gerade gesagt, es geht ganz viel. Viel heißt für mich ja mal auch nicht alles. Nein, definitiv nicht alles. Und muss auch nicht alles sein. Nein. Also ich möchte auf Präsenz gar nicht verzichten wollen, weil ich brauche das auch. Ja, so als Beraterin ja auch. Ich brauche das, mit den Menschen zusammen zu sein, im Raum zu sein, so kleine Nuancen auch festzustellen, weißt du, so die Antennen zu stellen und mitzukriegen, was läuft denn da und wo sind denn möglicherweise doch Konflikte, die du online gar nicht abfangen kannst, weil einfach so diese Schwingungen fehlen, die du in Präsenz mitbekommst. Ja, ja. Das klingt sehr gut. Das klingt auch nach einem guten Abschlusssatz. Wir brauchen also doch noch ein bisschen so die Präsenz. Ja. Ich habe mal zwischendurch so ein bisschen mitgeschrieben halt auch so, dass man so zum Ende hin vielleicht so 3, 4 Punkte, du darfst das auch gerne auch ergänzen, auf den Punkt bringen können nochmal. Also ich habe mir hier notiert, also die Führungskraft braucht auf jeden Fall die Kraft für die Führung. Mhm. So als Learning des Tages, weil das scheint noch nicht überall angekommen zu sein. Und ich glaube, dass das auch so ein Prozess ist, der immer wieder, ich glaube, es ist auch ganz gut, wenn eine Firma sich jemanden holt, der von außen kommt, der nochmal so einen ganz anderen Blickwinkel auch da drauf hat. Mhm. Ja. Ja. Das wäre also so Kraft, Zeit und Wissen, was Führung ist. Ja.
Auf jeden Fall. Dann, weil du das vorhin auch so schön gesagt hattest, ich glaube, die Führungskraft braucht unheimlich viel Empathie. Ja, also die Führungskraft muss sich ja um die Menschen kümmern, weniger um das Fachliche auch an sich. Das wäre so ein Punkt. Und was auch, denke ich, wichtig ist, sowohl als Führungskraft auch als Fachkraft, weil du das eben, du hast ein sehr schönes Bild genommen, so diesen Kampf gegen Windmühlen. Und ich kenne den auch. Und man kommt irgendwann an den Punkt, wo man sich fragen muss, damit man nicht zum Don Quixote wird, dass man irgendwann diesen Kampf einstellt. Weil du gehst irgendwann vielleicht halt auch daran kaputt, wenn du irgendwie merkst, das ist wirklich so. Und dieser Don Quixote hat ja auch gegen die Windmühlen gekämpft, weil es für ihn ja irgendwelche Unwesen halt auch waren. Und er hat ja schlussendlich diesen Kampf ja auch irgendwie nicht gewinnen können. Und allein schon das Wort Kampf sagt ja halt auch, also wenn das ein Kampf ist, jeden Tag auf die Arbeit zu gehen, dann muss man sich mal überlegen, ob vielleicht ein Jobwechsel halt auch genau so ist es. So ist es. Und mir hat damals mein Körper tatsächlich gezeigt, dass es so nicht geht. Ja, es war nicht dramatisch, aber immer mal wieder, weißt du, hier eine Erkältung und da wieder irgendeine Infektion. Und das kannte ich vorher nicht. Also ich war in einem Unternehmen vorher 7 Jahre, da war ich vielleicht einmal krank. Und da war ich in 10 Monaten 7-mal krank. Und das kannte ich nicht. Und das ist wirklich so ein Zeichen für mich auch gewesen, mich zu hinterfragen, wozu machst du das? Und ist es wirklich das, was du machen möchtest? Und das konnte ich tatsächlich verneinen und habe dann für mich meinen Weg gefunden. Durch die Erkältung kann man ja auch schön fragen, von was hast du die Nase voll? Ja. So als dein so Körper will dir ja auch was sagen. Genau. Und als, man sagt ja so schön, 3+1, als vierten Punkt hätte ich noch das Thema halt auch weiterentwickeln. Ja, so dieses permanente halt auch weiterentwickeln. Ich kenne so diese Aussage, die hat mein Vater schon noch immer geprägt und ich habe sie vor ein paar Jahren auch mal wieder in einem Seminar gehört. Das Leben ist ein lebenslanges Lernen. Mhm. Und als Jugendlicher will man das natürlich nicht hören, schon gar nicht von seinem Vater. heute bin ich aber auch an dem Punkt, wo ich halt auch sage, das ist halt auch wirklich so. Du hast ja eben halt auch gesagt, durch diese ganzen neuen Medien hier, früher hat man das nicht so genutzt, weil man es auch nicht nutzen musste. Und jetzt ist man mehr oder weniger gezwungen, dass man halt auch wirklich, dass man sich immer wieder weiterentwickeln darf. Halt auch das ist ja auch so der Punkt. Ja. Und das finde ich großartig. Das finde ich ganz toll. Ja, ist eine Freude. Ja. Eine Freude war es auch, mit dir ein wunderbares Gespräch zu führen. Danke, dass du mich eingeladen hast. Sehr gerne. Ja, es gab ja auch ein paar starke Impulse und natürlich halt auch, ich meine, ist es eine Verwunderung oder wie auch immer, dass es auch Menschen gibt, die das Wort Gedöns kennen. Und seit heute gelöt. Gelöt. Ja, genau. Das sehr nehme gut. ich mit. Sehr gerne. Sehr schön. Vielen Dank. Sehr cool. Sehr gerne. Wir bleiben in Kontakt, weil wir wollen ja das Thema Teambildung, Teamentwicklung, Prozessbekleidung auch nochmal besprechen. Okay. Bis zum nächsten Mal. Ja, ciao. Tschüss.